Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Frank. Frank aus Potsdam. Liebes Konishi-Team, alle Konishi-Koi haben den Sommer gut überstanden. Ein Verhalten finde ich aber sehr merkwürdig. Der Ojiba schnappt regelmäßig nach Luft und taucht dann wieder ab. Er macht das schon seit dem Einsetzen. Die Temperaturen waren im Sommer bis 24 Grad und sind jetzt noch 13 Grad. Muss ich mir da Sorgen machen? Das Verhalten kann ich manchmal auch bei anderen Koi sehen. Es ist bei denen aber nicht so regelmäßig. Viele Grüße aus Potsdam, Frank. PS, die Japan-Blogs sind wirklich sehenswert. Vielen Dank, dann machen wir weiter. Also ich glaube, dieses Verhalten, ohne dass man eine Ursache findet und wahrscheinlich so schnell auch nicht finden wird, hat, glaube ich, den deutschen Koi-Tierärzten schon viele 10.000 Euro eingebracht, weil die Leute natürlich beunruhigt sind. Man denkt sofort an ein Kiemenproblem, man denkt an Parasiten, man denkt an zu wenig Sauerstoff. Wirklich Leute, die noch nicht lange im Hobby sind, die denken, die Koi schnappen nach Luft und versuchen dann darüber besser zu atmen. Ja? Aber man muss sich vorstellen, in dem Moment, wo ein Koi mal an die Oberfläche geht, dann würde der an die Oberfläche gehen und ganz schnell Kiemenbewegung. Mit der Kiemenbewegung versucht er dann sauerstoffreicheres Wasser, was ja an der Oberfläche ist, weil hier der atmosphärische Sauerstoff ins Wasser eindringt, versucht er dann durch die Kiemen zu pumpen, um irgendwie zu überleben. Klappt aber nur bedingt. Aber wenn das einer tut oder nur einer tun würde, dann würde das heißen, dass seine Kiemen komplett Kernschrott sind. Ja? Weil wenn es jetzt wirklich durch den Sauerstoff im Wasser, durch die Sauerstoffkonzentration bedingt ist, dann würde es mit Sicherheit nahezu der ganze Bestand machen oder ab einem gewissen Wert macht es der ganze Bestand. Nur hilft den Koi diese Notatmung leider nur, oder Fischen allgemein, über einen relativ kurzen Zeitraum. So. Aber wenn die so hochkommen und wirklich nach Luft schnappen und wieder abtauchen, Sandra hat es, glaube ich, mal auf den Punkt gebracht. Und ich glaube auch nicht, dass sie ihre Meinung diesbezüglich mittlerweile revidiert hat. Zumindest ist mir da nichts bekannt. Es ist eine blöde Angewohnheit. Also manche Koi machen das einfach. Ich kenne Teiche, da machen das manche Koi seit 10 Jahren. Die haben damit irgendwann angefangen, so wie du sagst, eingesetzt. Vielleicht hat er nach dem Einsetzen, machen die das ja. Da ist ja das Verhalten typisch, dass die nach Luft schnappen. Wahrscheinlich wegen Gasausgleich, die haben einen anderen pH-Wert, andere Gaswerte, neue Umgebung, dies, das. Aber gerade was die Gaswerte angeht, ist es ganz typisch, dass sie springen, dass sie Luft schnappen, all das kennt man. Wenn wir ein Shipment haben aus Japan, da geht es einen halben Tag so und dann ist plötzlich von jetzt auf nachher Schluss, Schicht im Schacht. Und da könnte es durchaus sein, dass der in dem Moment auf dem Film hängen geblieben ist. Ja? Also, dass der sich das angewohnt hat und irgendwie vergessen hat, damit aufzuhören. Aber Sorgen musst du dir keine machen. Ich würde jetzt auch keinen Tierarzt holen diesbezüglich. Was ich aber tun würde, wäre den Koi rausfangen und einfach mal in die Kiemen schauen. Und wenn das ganz normales Kiemengewebe ist, ich spreche jetzt nicht von ein bisschen mehr, ein bisschen weniger verschleimt, sondern wenn die Kiemenlamellen ganz normal sind und nicht so angefressen, ja, dass da Stücke fehlen, und wenn sie am Rand nicht weiß sind, also weiß in Form von weiß eingefressen, nekrotisch, dann musst du dir da wirklich keinen Kopf machen. Dann lass es einfach, wenn du Glück hast, hör das Verhalten auf. Wenn du Pech hast, wird es andauern. Vielen Dank und bis zum nächsten Blog. Ciao.